Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen in 2024. Another one. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich wünsche euch natürlich viel Glück und Gesundheit und dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht und alles so wird, wie ihr es euch vorstellt und was man auch sonst noch so alles wünschen kann. Heute starten wir mit einem Plaudervideo, wie ihr immer so schön sagt. Ich mag nämlich ganz gerne mit euch drüber sprechen, ob und wie es hier im neuen Jahr weitergehen soll und was euch so erwartet. Vielleicht auch ein bisschen, was mich erwartet. Ihr wisst, am Ende wird das hier eh wieder so eine Therapiestunde für mich selbst. Also schnappt euch ein Wohlfühlgetränk und macht's euch gemütlich. Ich habe hier einen Brennnesseltee. Es könnte vielleicht einen kleinen Ticken länger dauern. Und ich ziehe natürlich auf eure Meinungen und Tipps, also haut fleißig in die Tasten. Und ich fange derweil mal an. Ich hoffe, dass das nicht zu durcheinander wird. Also so einen richtig roten Faden habe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist ja auch alles ziemlich emotional, was ich heute erzähle. Und da neigt man doch mal fix zum Abschweifen. Aber ich gebe mir Mühe und ich habe mir auch Mühe gegeben, das Chaos in meinem Kopf einigermaßen zu sortieren. Also ja, hoffen wir das Beste. Los geht's. Für alle, die noch nicht meinen gesamten Lebenslauf studiert haben, schämt euch. Für euch erstmal eine kurze Einführung. Ich habe im Oktober 2021 damit angefangen, hier Videos auf YouTube hochzuladen und dann 2022 ein Gewerbe angemeldet und meinen Job gekündigt. Da spielen natürlich noch viele andere Faktoren mit rein, aber es soll ja jetzt nicht darum gehen heute, warum ich meinen Job gekündigt habe. Auf jeden Fall kann man sagen, ich bin selbstständig als YouTuberin und falls jetzt irgendjemand denkt, geil, die hat's geschafft, Leute, es mag InfluencerInnen geben, die in Saus und Braus leben, klar, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Sollte sich das ändern, Leute, bekommt ihr ein Update, versprochen. Aktuell sieht es bei mir eher so aus, dass ich mir vor meiner Kündigung schon Geld zur Seite gelegt habe, um halt in dieser ersten Zeit, in dieser Anfangsphase, meine Kosten decken zu können. Clever wie ich bin, habe ich die ja auch schon auf Minimum reduziert, sodass ich dafür halt nicht gut viel Geld brauche. Also ich komme mit wenig Geld über die Runden. Und ich nehme zwar mit YouTube Geld ein, aber vieles davon, um nicht zu sagen das meiste, reinvestiere ich direkt wieder in Arbeitsmaterialien, in mein Wissen, in Software und Co. Und was da am Ende bleibt, reicht nicht mal für die Miete. So, nix mit Saus und Braus, Leute. Viele haben sich übrigens ein Video zu meinen YouTube-Einnahmen und so ein paar Kanaleinblicke gewünscht. Auch das wird kommen. Und da erkläre ich euch dann nochmal genauer, was ich womit einnehme und wo ich was ausgebe, wie der Kanal läuft und so weiter. Das soll halt auch nicht das Thema sein. Fakt ist jedenfalls, ich nehme gerade nicht so sonderlich viel Geld ein, muss meine Ausgaben aber logischerweise trotzdem bezahlen. Ja, und da sind wir auch schon beim ersten Problem, das Hauptproblem unserer Gesellschaft, Geld und Existenzängste. Deswegen bin ich übrigens auch für bedingungsloses Grundeinkommen, Leute. Ich finde es schön, wenn Menschen den Job ausüben können, für den sie eine Leidenschaft und vielleicht ein Talent mitbringen, ohne sich Gedanken über die Bezahlung machen zu müssen. Ich meine, wer soll denn diese Jobs irgendwann noch machen? Jetzt mal abgesehen von Influencern, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht das Überlebenswichtige, aber auch das sind die Medien unserer Zukunft, mehr oder weniger. Aber wer schneidet einem die Haare, wenn niemand mehr FriseurIn wird? Wer pflegt uns im Krankenhaus, wenn sich da niemand mehr für zu wenig Kohle hinstellt und sie abbuckeln will? Finde ich schwierig, ist eine schwierige Entwicklung und da muss halt was passieren. Aber gut, auch das ist ein anderes Thema. Es ist jedenfalls so, dass meine Ersparnisse auch irgendwann aufgebraucht sind. Logisch. Zumindest die, die ich mir für dieses Abenteuer zur Verfügung gestellt habe. Und dann ist halt die Frage, möchte ich mein Geld einfach so aufbrauchen und vor allem gehe ich an meine fest angelegten Ersparnisse? Macht das alles Sinn? Hat das Zukunft? Oder suche ich mir einfach wieder irgendeinen Job, bei dem ich ein geregeltes Einkommen verdiene und außerhalb der Arbeitszeiten einfach die Beine hochlege? Sind alles Fragen, die so in meinem Kopf sind und ja, die mich halt einfach beschäftigen. Der größte Knackpunkt dabei sind, glaube ich, bei mir persönlich Beiträge für Krankenpflege und Rentenversicherung. Wenn ich das alles so hinblättern muss, sind das jeden Monat über 300 Euro. Das ist aktuell das, was ich verdiene. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, ich muss nicht näher erläutern, dass das schmerzt, oder? Das schmerzt so richtig, Leute. Und deswegen überlege ich halt gerade auch immer wieder, ob ich irgendwie einen MIDI-Job annehme, um wenigstens versichert zu sein.
rein logisch durchgerechnet wäre das halt der bessere Deal und wirklich clever. Aber ich weiß halt auch, dass mich das früher, als ich noch gearbeitet habe, hat mich das in der Arbeit für YouTube total blockiert. Und das hat mich irgendwie, weiß ich auch nicht, in meiner Kreativität blockiert. Und irgendwie hat mich das aufgehalten. Also ich konnte dann nicht frei arbeiten. Irgendwie ist da in meinem Kopf sowas verknackst, keine Ahnung. Und das ist halt was, was ich eigentlich nicht wieder will. Tja, Zwickmühle, da hilft nur noch Lotto spielen. Obwohl, bevor ich im Lotto gewinne, werde ich eher eine von diesen reichen Influencerinnen. Da bin ich mir sicher. Meine aktuelle Hoffnung liegt also nicht im Lotto, sie liegt eher in der KSK. Viele von euch werden die gar nicht kennen, deswegen erkläre ich euch das mal kurz. KSK steht für Künstlersozialkasse und die wurde ins Leben gerufen, um KünstlerInnen zu unterstützen, die ja bekanntlich fast alle von der Hand in den Mund leben, so wie ich gerade. Künstlerdasein erfüllt. Und durch die KSK soll halt dafür gesorgt werden, dass auch diese Menschen abgesichert sind und eben für Alter und Krankheiten vorsorgen und somit dann letztendlich weiter ihrer Kunst nachgehen können, ohne schlaflose Nächte zu haben und ohne irgendwann dem Staat auf der Tasche zu liegen. Und die KSK übernimmt quasi den Arbeitgeberanteil für Krankenpflege und Rentenversicherung, was ein Riesenbatzen ist, sodass man schlussendlich halt weniger zahlt. Und wichtig, auch InfluencerInnen stehen seit einiger Zeit auf der Liste dieser anerkannten Berufe, mit denen man sich bei der KSK bewerben, eintragen, was auch immer, Mitglied werden kann. I don't know. Also versuche ich da gerade reinzukommen, was aber gar nicht so einfach sein soll. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Ich habe mich quasi beworben, mich bis auf den Schlipper nackig gemacht und echt alles eingeschickt, was man irgendwie an Infos hat, was irgendwie vielleicht interessant sein könnte. Also die wissen alles für mich, über mich. Ja, die wissen vielleicht auch alles für mich, wenn die mich nehmen. Auf jeden Fall hilft jetzt nur noch hoffen, bangen und beten, glaube ich. Und ich weiß echt nicht, ob ich bereit bin, mein komplettes Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Einkommen in Pflichtversicherungen und so weiter zu stecken und am Ende quasi für umsonst zu arbeiten, wenn das mit der KSK halt nicht klappt. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Irgendwie muss man ja auch ein bisschen an sich und das eigene Überleben denken. Und ja, ich würde sagen, wir hoffen einfach das Beste und hoffen, dass die KSK sich dafür entscheidet, mich aufzunehmen und dass das alles so klappt. Bitte, 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 bitte lass es einfach klappen. Denn die Sache ist die, und damit kommen wir zu Punkt 2, wenn ich wieder nebenbei arbeiten gehe, kann ich dieses Pensum an wöchentlichen Videos, wie ich es aktuell habe, auf keinen Fall aufrechterhalten. Ich habe ja schon jetzt Struggle mit der Upload-Häufigkeit und was viel schlimmer ist, ich weiß echt nicht, wie ich dieses Struggle lösen soll. Ich müsste mich halt entscheiden, aber das liegt mir so gar nicht. Einige von euch wissen das, ich bin ganz schlecht in Entscheidungen. Aber erstmal kurz zur Problematik. Das Hauptproblem ist, ich liebe meinen Job. Das ist eigentlich toll, ich weiß. Und da würde ich grundsätzlich auch jeden Menschen für beglückwünschen. Aber die Sache hat einen riesen Haken. Und den werden viele Selbstständige unter euch sicher kennen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt YouTuberInnen oder sowas sind. Ich könnte Tag und Nacht und immer damit verbringen, Content für euch zu produzieren, mit euch zu schreiben, mir neue Sachen auszudenken, irgendwas auf die Beine zu stellen und. Und das ist auch an sich ganz cool, nur irgendwann muss ich ja auch mal Zeit für mich haben und auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Heißt, ich muss auch noch irgendwann schlafen, irgendwelchen Hobbys nachgehen, mir was Gutes tun, frei und Urlaub machen wäre auch mal schön und vielleicht auch einfach mal abschalten. Und das ist in Kombination einfach nicht so richtig möglich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nach meiner Kündigung damals die Upload-Häufigkeit angehoben und mache jetzt ja immer 2 Videos pro Woche seit fast einem Jahr. Ideen hätte ich vermutlich für 5 Videos, das wisst ihr. Und mir brennt das manchmal echt unter den Nägeln. Aber ich kann ja auch nicht mehr als arbeiten, ne? Also mehr geht einfach nicht. Und eigentlich sind 2 Videos vom Arbeitsaufwand her oft schon viel zu krass. Aber ich will halt auch nichts davon streichen. Ja, denn das würde ja heißen, ich muss den minimalen Mittwoch einstampfen. Und nee, das bringe ich einfach nicht übers Herz. Versteht ihr das? Stattdessen habe ich dann zum Jahresende noch die täglichen Shorts oben drauf gepackt. Probleme lösen kann ich. Und alle um mich rum, inklusive mir, haben echt nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mich gefragt, warum machst du das? Ja,
weil ich das halt einfach so gerne wollte und das mir so Spaß macht. Aber ich weiß auch, dass ich die Kapazitäten eigentlich nicht habe. Erstaunlicherweise habe ich das dann aber doch ganz gut gewuppt bekommen. Also ich habe mir durch mein Bullet Journal eine ganz gute Struktur schaffen können in den letzten Wochen und Monaten und war dann deutlich produktiver als davor. Also da sieht man wieder, Planung ist eben echt alles. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, die Shorts haben mir aber auch Spaß gemacht. Eigentlich mag ich das gerne weitermachen. Ihr seht, wo das hinführt, ne? Ihr seht, wo das hinführt, Leute. Die eigene Arbeit lieben ist halt wirklich Fluch und Segen gleichzeitig. Und irgendwie muss ich da erst noch ein bisschen das Balancieren lernen. Oder so, keine Ahnung. Zumal man als InfluencerInnen halt auch nie Feierabend hat. Es ist rund um die Uhr Arbeitszeit. Man postet irgendwas, man beantwortet irgendwas, man grübelt über irgendwas nach, was man im nächsten Video erzählt. Man denkt an Kooperationen und der Kopf ist eigentlich nie richtig aus und nie richtig frei davon. Und auf Dauer ist es, glaube ich, nicht so gesund. Nee, eigentlich glaube ich das nicht. Ich weiß das. Also, falls ihr eine Lösung habt für meine Probleme, her damit. Und nein, ich kann mir keinen Cutter oder ein Management leisten. Nee, ist von den 300 Euro nicht drin, Leute. I'm sorry, weil die kriegt ja schon die Kranken- und Pflegeversicherung. Liebe mein Leben. Auf jeden Fall würde ich am liebsten noch jeden Sonntag ein Video hochladen. Also, falls ihr noch eine Idee habt, wie ich noch mehr Content machen kann, gerne auch damit rein. Ihr seht, ich bin verloren. Aber eben auch super privilegiert. Also, guck mal, ich habe hier in den letzten 2 Jahren ganz schön was auf die Beine gestellt. Und davon bin ich auch mega stolz. Ja, das ist halt echt der Wahnsinn. Und ich habe das große Glück, dass ihr mich und meine Inhalte mögt und total feiert und alles anguckt. Und auch das ist mir bewusst, ist nicht allen vergönnt. Und dann habe ich halt auch noch so eine süße Community wie euch, die ich auch einfach nicht im Stich lassen will und für die ich einfach so viel wie möglich anbieten will, weil ich weiß, dass euch das auch hilft und gute Laune macht und euch ja die Tipps wertvoll sind und ihr das nachmacht. Und irgendwie möchte ich euch gerne mehr und mehr und mehr davon bieten. Und das alles ist mir einfach so viel wert und ich schätze das so, so sehr. Und das möchte ich eigentlich nie wieder missen und nie wieder aufgeben. Ja, dennoch schwingt da in mir manchmal so der Gedanke, dass es einfacher wäre, in Anstellung zu arbeiten. Also so 20 Stunden die Woche oder so würden ja locker reichen, um meine Ausgaben zu decken und dann sogar noch ein bisschen was sparen, hat ja vorher auch gereicht. Und den Rest der Zeit lege ich gepflegt die Füße hoch. Das hätte schon was, Leute. Es hätte einfach was. Einfach mal Feierabend, frei, am Hintern geschleckt. Ist nicht so, als dass ich das nicht auch reizvoll finden würde. Und dieses Gerücht, man würde als Influencer in ein chilliges Leben für viel Geld führen, das hält sich halt hartnäckig, aber es ist halt leider, leider einfach nicht wahr, Leute. Das wusste ich natürlich schon vorher, so ist es nicht. Aber dass es so hart wird, habe ich mir ehrlich gesagt nicht ausgemalt. Also es ist schon deutlich krasser, als ich es mir vorgestellt habe. Da mag aber natürlich vielleicht auch ein bisschen mit reinspielen, dass ich körperlich und psychisch ja eh auch ein bisschen vorbelastet bin. Ich bin vorbelastet, sagen wir es so. Und das macht es vielleicht auch nicht immer unbedingt einfacher. Aber ich denke, anderen, die gesund sind, komplett in allem, denen geht's trotzdem auch ähnlich. Von daher würde ich es nicht nur darauf schieben wollen. Was würdet ihr denn in meiner Situation machen? Also würdet ihr, wie ich, alles auf eine Karte setzen oder würdet ihr nebenbei arbeiten gehen? Oder jetzt doch noch am Ende nach 2, 3 Jahren alles in den Sand setzen und wieder einen normalen Job suchen? Normal. Vielleicht sind ja sogar ein paar von euch selbstständig oder waren es mal. Teilt gerne mal eure Erfahrungen und Tipps mit mir. Das würde mir echt helfen und vielleicht ist da was dabei, woraus ich irgendwie was ziehen kann. Also schreibt das alles unten rein. Momentan sagt mir mein Bauchgefühl Folgendes. Also erstmal warte ich ab, ob das mit der KSK klappt. Wenn ja, dann alles bombig, Leute. Dann geht's hier weiter wie bisher. Ich freue mich meines Lebens. Alles ist fein. Den Rest kriege ich schon gewuppt. Also mit der KSK, wenn ich die bekomme, sind es weniger, also es ist die Hälfte der Kosten, also maximal 150 Euro wahrscheinlich, die ich im Monat bezahlen muss.
Und das würde ich auf mich nehmen. Dann hätte ich immer noch ein bisschen Gewinn und hätte die Möglichkeit, bis zum Jahresende vielleicht so weit zu sein, dass ich halbwegs an guten Tagen damit meine Kosten decken kann, mit dem, was ich einnehme. Und das wäre schon mal ganz gut und damit könnte ich leben. Ja? Also das wäre was, wo ich mir sage, okay, dann mache ich das. Sollte das nichts werden, dann muss ich mir wirklich überlegen, ob ich jetzt echt das ganze Jahr lang für nichts arbeiten will, weil ich ja halt meine ganzen Einnahmen dann in diese Versicherung stecke. Oder ob ich mir halt nebenbei was suche, um versichert zu sein und halt ein paar zusätzliche Einnahmen zu haben. Was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass ich das Ganze hier in den Boden stampfe. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dafür liebe ich diese Arbeit hier mit euch, für euch, wie auch immer, viel zu sehr. Und ich hoffe auch einfach viel zu sehr auf die Zukunft. Denn wir wissen alle, alter Oma-Spruch, aller Anfang ist schwer. Und das wusste ich auch vorher. Vor allem, also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und dann ist die Frage, warum jetzt einen Rückzieher machen? Auf jeden Fall weiß ich, das wird sich irgendwann auch finanziell, es lohnt sich jetzt schon in anderen Punkten, aber es wird sich auch irgendwann finanziell lohnen. Und dann, irgendwann in 100 Jahren, werde ich froh sein, dass ich jetzt halt nicht aufgegeben habe. Aber es kann halt auch sein, dass ich im Laufe des Jahres doch noch irgendwie auf ein Video die Woche reduzieren muss. Das entscheide ich dann, je nachdem, ja, wie es mit meinen Struggles weitergeht. Naja, es kommt halt drauf an, ob ich jetzt mit meiner neuen Struktur weiterhin so gut fahre oder eben halt nicht. So, ne, ist klar. Also wenn ich merke, das funktioniert so, dann mache ich das weiter. Wenn nicht, dann nicht. Und da entscheide ich vor allem auch so ein bisschen nach meinem eigenen Wohlbefinden. Also wenn ich merke, hey, ich überschreite hier gerade eine Grenze, wo mir das nicht mehr gut tut, wie schön, dann muss ich natürlich was ändern. Und da muss ich auch ehrlicherweise zugeben, eigentlich war das in den letzten Monaten schon öfter mal so weit, aber dann ging es irgendwie immer wieder bergauf. Ich habe mich immer wieder gefangen, neuen Ansporn bekommen und dann ging es wieder. Also ja, das ist so ein bisschen auf und ab vielleicht auch und bis zu einem gewissen Level bin ich bereit, da mitzugehen und irgendwann kippt das Ganze aber auch und da bin ich dann halt raus. Ne? Also nicht komplett, aber ich sehe dann wieder zu, dass ich alles in den Rahmen bringe, mit dem ich mich wohlfühlt. Also was das angeht, was ist das denn für ein Satz gewesen? Ach Leute, vergessen wir das. Auf jeden Fall habe ich keine richtige Prognose für euch. Also die Sorge, dass die Kanalentwicklung einbricht, schwingt ja da auch immer noch ein bisschen mit. Ne? Also es ist enorm, diese Angst, was passiert, wenn ich keine Shorts mehr mache? Was passiert, wenn ich nur noch ein Video die Woche hochlade? Was passiert, wenn ich keine Kommentare mehr beantworte? Was passiert, wenn ich eine Woche Urlaub mache? Das sind alles so eine Sachen, die beschäftigen mich und ein Stück weit, muss ich sagen, motiviert mich das dann auch oft, wieder weiter durchzuhalten. Also auch das ist wieder so ein bisschen Fluch und Segen. Ja, also der Erfolg dieses Kanals ist echt ein riesiger, ausschlaggebender Punkt dafür, wie es hier weitergeht, sage ich euch ganz ehrlich. Also wenn ich hier Ende 2024 mit 10.000 Abos sitze und meine 1.000 Euro im Monat einnehme, dann zerbreche ich mir auch nicht mehr den Kopf über irgendwelche Versicherungen und ob ich nicht dafür doch lieber einen zusätzlichen Job machen will. Überhaupt nicht, ja. Also dann denke ich mir, okay, ist in Ordnung, das habe ich geschafft, den Rest schaffe ich auch noch, alles feini. Aber der Punkt ist halt, da bin ich eben noch lange nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das bis Ende dieses Jahres klappen wird. 10.000 ist eine große Zahl und ich denke, dass das vielleicht nicht realistisch ist, vielleicht aber schon. Es kommt drauf an, wie das Jahr läuft. YouTube ist halt auch sehr, ja, ihr wisst schon, das andere Wort von stagnieren. Es bleibt einfach nicht gleich. Es ist keine gerade Linie, sondern es geht auf und ab und damit muss man auch irgendwie leben können. Ja, schwierig. Und deswegen versuche ich halt jetzt gerade am Anfang den Kanal auch zu pushen, damit er möglichst schnell wächst und ich dann eben von meiner Arbeit leben kann. Und das hier, was ich halt so liebe und was mir so viel Spaß macht und was euch auch so viel Mehrwert gibt, einfach weitermachen kann. Und das möglichst ohne Existenzängste haben zu müssen. Das fände ich super, denn die sind auf Dauer auch nicht gesund. Und dazu könnt ihr natürlich ein großes Stück beitragen, indem ihr fleißig abonniert, teilt, kommentiert, liked und so weiter. Und dann hoffe ich, dass wir das gemeinsam schon irgendwie schaffen. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, Leute. Ist ganz klar. Also wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, dann
sage ich Bescheid. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Bitte, bitte drückt ganz fest die Daumen. Bitte, bitte, bitte. Im Moment wäre es wichtig, dass ich einfach in die KSK aufgenommen werde. Und dann wäre wichtig, dass ich möglichst den Kanal dieses Jahr durch die Decke treibe. Und dann bin ich auch schon glücklich. Also wirklich ganz fest Daumen drücken, Leute. Und dann wird es schon. Und falls ihr auch gerade beruflich oder auch sonst irgendwie Sorgen mit Zukunftsängsten habt, dann fühlt euch an der Stelle ganz, ganz dick geknuddelt, wenn ihr wollt. Und ja, manchmal hilft das ja schon. Also einfach zu wissen, dass einem jemand beisteht und dass man nicht alleine ist und dass Leute an einen glauben, das ist immer ganz gut. Und ich schätze, das ist auch irgendwie ein Stück weit ein Grund für dieses Video heute gewesen. Ich wollte einfach mal mit euch teilen, was so in mir persönlich vorgeht, was mich bewegt, was so meine Sorgen und Ängste sind. Vielleicht ein paar aufmunternde Worte abgrasen und ein bisschen Mut von euch zugesprochen bekommen. Und euch natürlich einfach auch mal einen realistischen, echten Einblick in das Leben hinter YouTube ermöglichen. Denn oftmals wird das ja so als heile Welt dargestellt und die ist es halt einfach auch nicht. Es ist halt einfach auch ein Job und ein Job macht viel Arbeit, hat was mit Stress zu tun. Und ja, es ist gut, wenn man einen Job hat, den man liebt, aber ihr seht auch anhand meiner Erzählung, es ist nicht immer nur gut. Also es hat alles Vor- und Nachteile, auch wenn man einen Job hat, den man eben liebt. Okay, Leute, so. Ich hoffe, ich habe es geschafft, euch einen kleinen Einblick zu verschaffen und dann wünsche ich euch einen schönen Start in das neue Jahr und natürlich maximale Erfolge mit allem, was euch so vorschwebt und natürlich wünsche ich mir auch maximale Erfolge und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, falls ich nicht vorher schon den Kanal lösche. Nein, Spaß, das passiert nicht. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao!